Servus liebe Moto4U-Zuschauer und willkommen zu einem ganz besonders wichtigen Video. Heute schauen wir uns nämlich nicht nur an, wie man den richtigen Helm findet, sondern vor allem auch, wie man die richtige Größe findet. All das gibt es in dem Video, also bleibt dran. Ja, der Helm zählt wahrscheinlich zum wichtigsten Zubehör für jeden Motorradfahrer und vor allem in den letzten Jahren ist natürlich die Auswahl an Helmen auf dem ganzen Markt um einiges größer geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie behält man da den Überblick und wie findet man den richtigen Helm? Gerade eine Sache, die für Fahranfänger alles andere als einfach zu beantworten ist. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir stellen euch ein relativ einfaches und schnelles 6-Punkte-System vor, mit dem ihr ganz einfach euren Helm findet. Ja, bevor man sich überhaupt mit der Frage beschäftigen kann, was für eine Helmgröße brauche ich, dann ist es einfach ganz wichtig herauszufinden, was für einen Helmtypen man braucht. Und da gibt es im Grundsätzlichen einmal 5 verschiedene Helmtypen. Der einfachste Helmtyp, das ist der Jethelm. Und das erkennt man schon daran, dass er vorne komplett offen ist, sprich der Schutz vorne, vor allem in der Kinnpartie, der ist alles andere als gut. Hat aber auch Vorteile, die Belüftung ist natürlich irrsinnig gut dadurch. Und ein weiterer Vorteil, deswegen ist er auch bei Rollerfahrern sehr beliebt, den Helm kann man irrsinnig einfach unter dem Sitzfach bei einem Roller verstauen und somit natürlich auch viel Belastung dann im Alltag sparen. Der Klassiker unter den Helmen, das ist aber der Vollvisierhelm und der schützt, wie der Name schon sagt, den ganzen Kopf recht vollständig und wird sowohl im Straßenverkehr als auch auf der Rennstrecke recht häufig eingesetzt. Der Nachteil natürlich, man hat nicht so viel Freiheit wie beim Jethelm, wird dadurch aber um einiges besser geschützt, als es beim Jethelm der Fall ist. Eine Mischung aus dem Vollvisierhelm und dem Jethelm, das ist der Klapphelm. Der hat den Vorteil, dass man ihn ganz einfach öffnen kann und somit, ähnlich wie bei einem Jethelm, die Kinnpartie schön frei offen hat. Nachteil ist natürlich, dass das ganze System recht fragil ist und deswegen nicht ganz so gut schützt wie ein vollwertiger Vollvisierhelm, ist aber vor allem bei Brillenträgern sehr beliebt, da man doch um einiges mehr Freiheit im Gesicht hat. Der Crosshelm wird im Unterschied dazu vor allem im Gelände eingesetzt, vor allem im Enduro- bzw. Motocross-Bereich, aber auch bei Supermotorfahrern auf der Straße trifft man immer wieder auf den Crosshelm. Hat natürlich den Sinn, dass eine ausreichende Belüftung stattfindet, gerade im Gelände, und dennoch der komplette Kopf gut geschützt bleibt. Der letzte der 5 Helmtypen ist der Reise-Enduro-Helm und der ist wiederum eine Mischform aus dem Integralhelm und dem Crosshelm. Der soll vor allen Dingen auf langen Touren viel Schutz und natürlich auch ausreichend Belüftung bieten und eignet sich somit ideal für Reise-Enduro-Fahrer und Leute, die oft auf große Tour gehen. Hat man dann den richtigen Helmtyp ermittelt, geht es weiter mit dem nächsten Schritt und das ist die richtige Größe. Und dafür gibt es eigentlich einen relativ einfachen Weg. Man misst einfach mit einem Maßband den Kopfumfang ab und kann dann anhand einer Tabelle die richtige Helmgröße ermitteln. Im dritten Schritt geht es dann darum, den Helm zum ersten Mal anzuprobieren. Dabei sollte man vor allem darauf achten, die Laschen weit auseinanderzuziehen und besonders wichtig, nur weil der Helm vielleicht an manchen Stellen drückt, heißt das nicht, dass der Helm zu klein ist, denn ein Helm, der sollte eng anliegen, um auch den vollen Schutz bieten zu können. Der Helm sollte grundsätzlich eng anliegen und im Bereich der Wangen sollten sich sogenannte Hamsterbacken bilden. Außerdem sollten sich die Wangen mitbewegen, wenn man den Helm nach links und rechts dreht. Bewegt sich der Helm alleine, dann kann es sein, dass der Helm zu groß ist. Im fünften Schritt geht es dann darum, dass man den Helm einmal eine halbe Stunde am Stück auf hat, damit man auch bemerkt, drückt er irgendwo, gibt es irgendwo Bereiche, die nicht so bequem sind, und das sollte man natürlich am besten gleich im Geschäft erledigen, muss nicht unbedingt am Motorrad sein, aber so gibt es die Möglichkeit, dass man sich dann relativ flott klar macht, passt der Helm tatsächlich zu meinem Kopf und vor allem ist er auch angenehm zu tragen.
Nach einer halben Stunde weiß man dann, an welchen Stellen der Helm vielleicht drückt. Die gängigsten Stellen sind im Bereich der Schläfen oder an der Stirn. Wenn dort keine Druckpunkte entstehen und sich der Helm gut anfühlt, dann ist es vermutlich der richtige und somit hat man endlich den passenden Helm für sich gefunden. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem 6-Punkte-Programm helfen, leichter den passenden Helm zu finden. Und falls ihr noch Ideen und Tipps habt, wie man leichter den passenden Helm finden kann, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten würden wir uns über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ciao.